Was geht ab, meine Z-Fighter, außer dir? Und zum Mega-Update zu Dragon Ball Legends zu Version 1.17.0. Wir werden uns erstmal alle Informationen und Details dazu ansehen. Danach gibt es einen Guide dazu, wie man Charlotte zum Super Saiyan verwandelt, denn das ist nun möglich. Und auch, wie man ihn anpassen kann, Sex Ulti etc. Zudem ist auch Sparking Janemba und Gogeta online, habt ihr bereits gesehen. Ich wünsche auf jeden Fall jedem sehr viel Glück, die das summonen werden. Wir werden die Tage auf jeden Fall dort auch summonen. Haltet auf jeden Fall ein Auge offen. Aber kommen wir mal zu den Informationen zur neuen Version 1.17.0. Die Story geht nun weiter. Kapitel 7 wurde hinzugefügt zur Hauptstory Teil 2 und die Verwandlungsfunktion für Charlotte wurde ebenso hinzugefügt. Also können wir Charlotte zum Super Saiyan verwandeln. Aber wie macht man das Ganze? Indem ihr quasi Teil 2, Kapitel 7, Abschnitt 11 der aktuellen Story bewältigt auf der Schwierigkeitsstufe normal. Das werden wir aber gleich genauer uns ansehen und dann schaltet ihr Charlotte quasi die Funktion für ihn frei, dass sie ihn zum Super Saiyan verwandeln können. Zudem können wir dann quasi für Charlotte ein Spezialangriffstraining vollführen, indem wir ihn anpassen können und Ultis ihm geben können von anderen Charakteren etc. Außerdem davon gibt es ein paar kleine Funktionen, die hinzukamen, das werden wir uns gleich ansehen. Freundeslevel wurde nun umbenannt auf Freundesrang. Zudem wurde dann noch eine Sie-Mission hinzugefügt, eine neue, und erinnert, der Tilchen-Mission wurde geändert. Gewisse Bugfixes gab es, je nachdem könnt ihr euch gerne alles detaillierter ansehen. Dann Story-Event ist online von C19 und von C17. Das ist ein neues Story-Event, was hinzugefügt wurde. Ist online bis zum 12.11. 7 Uhr morgens unserer Zeit. Wichtig hierbei sind die Ausrüstungen von C17. Ihr könnt das Event am besten machen und euch, wenn ihr den lila C17 habt, Sparken C17, dann holt euch auf jeden Fall die Ausrüstung für ihn, weil die sind wirklich sehr solide an der Stelle. Und C17 an sich ist ein guter Charakter und jetzt hat er noch Ausrüstung bekommen, die solide sind. Deswegen würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr den lila C17 habt, dann holt auf jeden Fall die Ausrüstung, macht die Story-Events, bekommt ihr Zeitkristalle und so weiter und so fort. Da wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Aber jetzt zum Mega-Update, zur Jubiläumskampagne. Ihr seht schon, Super Saiyan Charlotte. Was gibt es hier zu wissen? Ganz, ganz wichtig ist, wie gesagt, Charlotte, wenn wir gleich zum Super Saiyan verwandeln können, aber das Event, beziehungsweise wird es einen Spezial-Login-Bonus geben, über 7 Tage geht bis zum 31.10. 7 Uhr morgens unserer Zeit, und zwar am ersten Tag, also heute haben wir dann quasi bekommen Coupons für je 5 Energie, das zweimal, am zweiten Tag bekommen wir 50 Zeitkristalle, dritten Tag ebenso, dann am vierten Tag bekommen wir Master Packs Ticket, das ist das Sparking 30% Beschwörungsticket, 2 Stück an der Stelle, fünfter Tag wieder 50 Zeitkristalle, am sechsten ebenso, und am siebten Tag dann nochmal 2 Sparking 30% Beschwörungsticket. Während im Zeitraum bis zum 7.11. bekommt ihr sowohl von der Hauptstory zweifach Experience als auch die Trainingszeiten wurden hier halbiert an der Stelle. Würde ich auf jeden Fall euch empfehlen, wenn ihr Charaktere leveln wollt, macht die Hauptstory oder quasi trainiert sie in den Training Locations und die Training Items. Da wurde die Trainingszeit nämlich nun halbiert, wie es hier dran steht. Was wichtig ist, sind hier die Charlotte Verstärkungsmissionen. Jetzt wurden nämlich Part 2 hinzugefügt, wenn ich das so sagen darf. Charlotte Verstärkungsmission 2. Die ersten, die sind immer noch so, wie sie sind, Freunde. Ihr müsst einfach nur das machen, was hier dran steht. Ihr müsst einmal zum Beispiel hier Charlotte bis zum Kämpfer Kämpferrang aufsteigen lassen, bis zum Adeptrang aufsteigen lassen, bis zu 30 Mal Charlotte in einen Kampf schicken, bis zu 30 Boost-Tafeln von Charlotte freischalten, Charlotte auf bis zu 600 bringen. Dann bekommt ihr gewisse Preise, gucken wir uns gleich an. Aber diese Verstärkungsmission, die ich gerade aufgezählt habe, gab es schon. Heißt, wenn ihr die gemacht habt, dann habt ihr sie gemacht. Ihr könnt sie nicht wieder machen. Was hinzukam, sind aber jetzt Charlotte Verstärkungsmission 2, Part 2, wenn ich das so sagen darf. Hier müsst ihr Charlotte bis zur Meisterklasse aufsteigen lassen, bis zu 200 Boost-Tafeln freischalten, bis Level 1500 bringen. Und wie gesagt, die letzte Stage des neuesten Story-Events oder des neuesten Story-Kapitels der Quest bewältigen. Und dann bekommt ihr bis zu 1200 Kristalle, 3 Ultra-Beschwörungstickets sowie einmal das Master-Pack-Ticket mit Sparken garantiert. Also Sparken garantiert an der Stelle, heißt ein GSSR-Ticket. Aber hier steht es da dran, ihr erhält nicht nur 1200 Zeitkristalle. Das bezieht sich aber nur auf die Charlotte-Verstärkungsmission 1. Heißt, wenn ihr die schon gemacht habt, dann bekommt ihr nicht wieder 1200 Kristalle. Sondern in meinem Fall zum Beispiel, ich habe die Part 1 Mission schon längst gemacht, ich bekomme jetzt nur noch die von Part 2 und das sind dann die Tickets. Genau, und da könnt ihr quasi bei dem Ticketbanner dann beschwören, Charaktere beschwören. Ansonsten haben wir Ingame Sales, könnt ihr euch gerne mal ansehen. Sparken, Gogeta und Janemba sind ebenso online, gehen bis zum 12.11. ist ihr Banner online, Legends Rising Banner. Bis 7 Uhr morgens, wird auf jeden Fall jedem empfehlen, hier zu summonen. Die zwei Units sind echt solide an der Stelle. Wir werden sie uns detaillierter ansehen im Summon-Video von ihnen. Sparken, Gogeta ist vom roten Element, Schlagangriffstyp. Janemba ist von lila Element, Verteidigungstyp. Sind mehr oder weniger gleich aufgebaut, beziehungsweise was speziell an ihnen beiden ist, sie haben Kontermechanik. Gogetas Konter hier funktioniert an der Stelle, indem er die Superattacke auslöst, heißt, wenn er die grüne Karte aktiviert, dann kontert er Tippschlagangriffe, also Auto-Attacks, wenn man auf dem
Bildschirm tippt, wenn der Gegner auf den Bildschirm quasi tippt, oder Schlagangriffe, wenn der Gegner die roten Karten einsammelt, dann kontert er diese, macht verstärkt Schaden natürlich gegen sie, kontert sie an der Stelle auf jeden Fall. Und Janemba auf der anderen Seite, genau andersrum, der tut Tipp-Schüsse und Fernangriffe kontern. Und ansonsten könnt ihr euch gerne mal ansehen, was die beiden hier drauf haben. Auch wichtig zu nennen, vielleicht ihre Siegfähigkeit. Janemba gibt hier Basis-Schlagverteidigung für die Erneuerung Charaktere 20% ab. Und Gogeta gibt dir für fusionierte Kämpfer 20% ab auf den Basis-Schlagangriff. Und das Brutale an Gogeta ist, er hat auch den Saiyajin-Tag und Super Saiyan-Tag. Also man kann ihn in vielen Teams spielen. Und auf die beiden Charaktere freue ich mich auf jeden Fall. Wenn wir sie dann hoffentlich ziehen, dann können wir sie auf jeden Fall testen. Wichtig noch eine Mitteilung, ganz kurz bevor wir mit dem Super Saiyan Charlotte Guide anfangen. Und zwar wurde quasi jetzt das Gleitschritt-Kombo-Ausweichen bzw. die PvP-Mechaniken wurden jetzt geändert, angepasst. Sie wurden lediglich, um es kurz zu fassen, genervt. Heißt, sie wurden abgeschwächt. Musst du noch testen, wie das Ganze sich auswirkt. Auf jeden Fall, die Tage werden wir dann schlauer. Ich bin da noch nicht reingegangen, deswegen so viel dazu. Und auf jeden Fall wurde es nicht komplett abgeschafft, sondern nur verringert. Das ist das Wichtige, was sie dazu zu sagen gibt. Aber gut, dann gehen wir mal rüber zur Hauptstory und bringen unseren Boy Charlotte zum Super Saiyan. Ich habe mich nämlich schon hochgeboxt, Zeit, Zeit, Kapitel 7, Abschnitt 11. Wie gesagt, wenn ihr diese Stage schafft, dann wird Charlotte in der Lage sein, sich in einen Super Saiyan zu verwandeln. Ich mache es auch zum ersten Mal jetzt. Zudem bekommen wir hier 300 Siegkräfte von Charlotte. Was gibt es hier für Herausforderungen? Ja, mal kurz rübergeblickt, sei es drum. Wir nehmen das Team mal. By the way, das hat sich, wie gesagt, auch geändert. Ihr könnt jetzt von diesem Menü aus direkt eure Ausrüstung ändern. Das ist neu hinzugekommen. Aber jetzt bin ich echt gespannt, wie unser Boy Charlotte... Jetzt bin ich gespannt, wie das Ganze ablaufen wird. Und zwar jetzt. Warum hast du gesagt, warum hast du dich vor mir geworfen? Das, ja, vielleicht, also, das sieht dir überhaupt nicht ähnlich. Vielleicht weiß der andere oder der ein oder andere nicht, aus welchem Kontext wir kommen, weil ihr wahrscheinlich noch nicht so weit seid. Aber mir geht es wirklich darum, mir das zum ersten Mal auch für euch zu zeigen oder an sich euch zu zeigen, wie denn Charlotte zum Super Saiyan wird. Und das werden wir gleich sehen, nachdem wir diese Stage hier vollführt haben oder geschafft haben. Und zwar irgendwann haben sie mit Charlotte verraten. Sie haben ihn verraten. Charlotte, du bist sicher ein Saiyajin aus der Zeit, bevor es dazu kam. Deshalb kämpfe für unseren Stolz. Besiege Freeze mit den Händen eines Saiyajins. Oh mein Gott, die Flashbacks, Kakarot-Szene. Oh, Dragon Ball Z ist jetzt endlich tot. HDF, das Rede über Stolz war ja schon lächerlich genug. Aber seine letzten Worte waren echt zum Totlachen. Du Knirps, du hast mich besiegen. Junge, wart's ab. Hat die Todesangst ihm etwa den Verstand geraubt? Keiner hat eine Chance gegen mich, was für ein armseliger Abgang. Hehe, ja, wart's ab, mein Freund. Im Kampf musst du jedes Mittel recht sein, außer du willst auf der Seite der Verlierer enden. Mit so einer Einstellung kannst du weder dein Ziel erreichen, noch deinen Stolz oder sonst irgendwas beschützen. Komm schon, Charlotte, ich verstehe, du hast nie aufgehört zu kämpfen. Du hast Freezer gehasst und dich ihm doch untergeordnet, um deinen Stolz zu bewahren. Das hat legit 1:1 Dragon Ball Z Goku Flashback, aber... Gänsehaut. Als er vor mir zu Kreuze gekrochen ist, um mich dann zu überrümpeln, welch billiger Stolz. Schmutzel! Der Stolz von euch Saiyajin ist doch letzten Endes nicht mehr als das. Hallemon! Copyright. Vielleicht solltet ihr euch eher um euer Leben sorgen, als euch solchen lächerlichen Illusionen hinzugeben. Junge, genau das. Oh! Was für ein geiles Artwork mit Vegeta und Nappa. Oh mein Gott, sieht Super Saiyan Charlotte geil aus. Oh, der hat auch noch einen goldenen... Ja, Saiyan-Schwanz, sag ich mal. Oh mein Gott, geil. Komm her, Freezy. Was ist das? Ausdruckbedingungen? Die vollen Charakter sind als Kampf eingeschlossen. Charlotte weniger als 1 Ausdruckcharakter. Nach der Form keine Kampfstärke. Ah, ich kann nur mit Charlotte kämpfen. Das haben die geil gemacht. Man kann nur mit Charlotte kämpfen. Das wird ein schwieriger Kampf, weil Freezy ist auf Level 1500. Geil. Und danach werden wir zum Super Saiyan. Danach werden wir zum Super Saiyan. Jetzt bin ich wirklich drauf gespannt. Let's go. Let's go, Freunde. Und ja, ich habe Charlotte ein Trunks-Outfit gegeben. Den hat jeder bekommen wegen der Social Media Campaign. Oh, Alter, wie viel Leben hat Freezer? Was? Wie viel Leben hat Freezy? Habt ihr das gesehen? Okay.
Oh, hä? Okay, der hat doch nicht so viel Leben. Hä, der... Okay, ich dachte, das war jetzt ein Ex... Nee, das muss ein Extra-Balken sein. Stopp, stopp, stopp. Das muss ein Extra-Balken sein, so wie bei Dokkan. Das gab's nämlich noch nie. Dieser Balken da oben ist nicht umsonst da, sag ich mal. Das muss auf jeden Fall ein Extra-Balken sein. Da bin ich mir sicher. Nein. Shit. Break? Was? Okay, das ist quasi so wie ein Extra-Balken, mehr oder weniger. Achso, wenn ich das... Naja, weil der hat wieder Leben bekommen, ne? Aber dieses Break, das ist was Neues. Das mit Breaks ist was Neues. Vielleicht habe ich es auch geboostet oder so. Aber jedenfalls hat er jetzt... Natürlich haben sie den Ei-Balken mehr als sonst. Junge Charlotte, komm schon. GG. Der sieht, ey, Charlotte sieht geil aus. In so, als Super Saiyan. Und vor allem mit Trunks, in Trunks-Kostüm finde ich ihn echt geil. Vor allem mit Trunks-Kostüm finde ich ihn irgendwie geil. So, so viel dazu. Ihr seht schon, Verstärkungsmission hat sich hier getriggert. Die Verstärkungsmission, Freunde, findet ihr unter den Mission-Section. Haben jetzt quasi ein... Ja, Grenzüberwindung. Limit Break für Charlotte. Und zwar... Was, wie viele Sterne hatte der davor? 3 Sterne haben wir jetzt. Ja, perfekt. Jetzt haben wir seine Siegfähigkeit noch erhöht. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Und jetzt haben wir quasi auch die Möglichkeit, Charlotte zum Super Saiyan zu verwandeln. Das werden wir uns jetzt detaillierter genauer ansehen. Das folgt unmöglich, du bist doch bloß ein Saiyan. Geil. Nicht bloß, aber du weißt, das weißt du ja schon, oder? Dass dir diese Kraft, der Rage auch komplett, ist die eine Super Saiyan. Geil, geil, geil. Korrekt. Freezy ist auf, ja, Freezy ist jetzt sauer. Er ist sauer. Ich rum und greife an, let's go. Oh, der will noch mehr, auch wenn du dich entschuldigst, werde ich ihn nie vergeben. Raus mit dir, Freezy, komm. Perfekt. Sehr schön, sehr, sehr schön. So. Verwandte Form aus der neuen Menüpunkt freigeschaltet, tippe, um fortzufahren. Genau. Jetzt haben wir einen neuen Menüpunkt quasi, jetzt können wir... Bam, hier ist unser Meister Kai. Was, Charlotte ist also endlich auch ein Super Saiyan geworden? Richtig. Charlotte's Verwandlung kannst du einstellen, indem du die Hauptfähigkeit änderst. Also indem wir seine Main Ability ändern. Dazu gehen wir... Jetzt kannst du Super Saiyan Charlotte aus dem Fokus... Genau. Dazu gehen wir quasi... Ich werde euch gleich zeigen, wie ich dazu kam. Wenn du... Okay. Und das ist quasi unsere Main Ability. Wenn wir die Main Ability aktivieren, dann werden wir zum Super Saiyan im Kampf. Hast du eine neue Verwandlung erhalten, sollst du die Einstellung wählen, die am besten zu deinem passt. Heißt, in Zukunft sollten noch mehrere Verwandlungen kommen. Einstellung speichern. So funktioniert das Ganze, Freunde. Ganz easy. Aber wie kamen wir auf den Menüpunkt? Ich klicke einmal auf Menü, dann auf Anpassen. Dann kommt ihr hier zu der Anpassung für Charlotte. Und ganz oben ist quasi, da könnt ihr seine Main Ability ändern. Wie gesagt, das haben wir gerade getan. Heißt, zuvor waren wir so. Jetzt sehen wir den Super Saiyan aus. Einstellung speichern. Gucken wir uns mal gleich an die Details dazu. Und zwar werden seine Attribute erhöhen sich nach der Verwandlung. Sieht das Ganze ein bisschen anders aus bei ihm. Er bekommt natürlich den Super Saiyan Tag dazu. Und so weiter und so fort. Fähigkeiten sollten gleich bleiben. Yep. Zorn für jedes. Okay, Combo Saiyan. Vor der Verwandlung. Ah, okay, guck mal. Da kam. Okay, da kommen tatsächlich neue Sachen hinzu. Zum Beispiel eine neue einzigartige Fähigkeit. Wenn Saiyan Kraftmitglied ist, zugefügter Schaden 20% ab. Okay, sehr schön. Bevor wir uns allzu sehr verplappern, ganz einfach, wie gesagt, hier reingehen. Einstellung speichern. Dann werdet ihr dazu in der Lage sein, Charlotte im Kampf durch die Main Ability zum Super Saiyan zu verwandeln. Außerhalb davon ist jetzt das hinzugekommen, Spezialfähigkeit. Hier können wir Charlotte andere Ultis geben. Wie gibt man das? Indem ihr quasi von anderen Charakteren Freundesrang 2 erreicht. Ihr seht aber schon, ich habe leider bei keinem Charakter Freundesrang 2 erreicht. Nicht mal bei dem lila Vegeta. Bei allem Respekt, es dauert schon lange, um Freundesrang 2 zu erreichen. Ich bin kurz davor, aber... Wenn jetzt zum Beispiel Vegeta auf Freundesrang 2 wäre, dann könnte ich Gellickstrahl auswählen und Charlotte würde die Ulti Gellickstrahl bekommen. Wie erhöht man Freundesränge, Freunde? Und zwar müsst ihr diese Charaktere in Kampf mitnehmen, am besten in die Hauptstory mit ihnen spielen und dann erhöht sich der Freundesrang der Charaktere. Wie gesagt, erstaunlicherweise mit Vegeta habe ich sehr, sehr viel gespielt. Ich habe ihn immer noch nicht auf Freundesrang 2, bin kurz davor. Wo könnt ihr das einsehen? Wo könnt ihr das sehen, welche Charakter in welchem Freundesrang hat, wie viel er noch braucht. Wenn ihr zum Beispiel einen Charakter anklickt bei Vegeta an der Stelle, dann klickt ihr auf Details und hier steht dann dran, sein Freundesrang. Nach 4200 Punkten, sage ich mal, wenn ich bekomme Freundespunkte, erreicht dann Rang 2. Und dann müsst ihr müsst quasi nur mit den Charakteren spielen. Am besten in die Hauptstory gehen und mit den Charakteren spielen, wie gesagt. Außerhalb davon, letzter Menüpunkt, das letzte für heute bei Anpassen, habt ihr noch gesehen. Ganz unten könnt ihr Charlotte quasi seine Klamotten ändern. Ich an der Stelle habe jetzt Trunks seine Kleidung gewählt, wie gesagt, Trunks seine Klamotten bekommt ihr, bekommt jeder, einmal einloggen, bei den Gifts abholen. Freunde, so viel zu
dem ganzen Infos zum neuesten Update und dazu, wie man Shoutout zum Super Saiyan verwandelt. Ich hoffe, das Ganze hat euch dementsprechend gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen Like und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done, next time you ain't won't be around.